kann mir sagen, was 3 plus 3 ist? Jeder weiß, dass es 6 ist. Mary, kannst du mir vielleicht sagen, was 57 mal 135 ist? Okay, wer kann 7695. Ich wüsste gern, was Ad nauseam heißt. Mary ist 7 Jahre alt und hat ein außerordentliches mathematisches Talent. Begabt, die Gleichung eines Lebens, erzählt von der schwierigen Entscheidung zwischen normaler Kindheit und intellektueller Förderung. Es ist eine wundervolle, herzergreifende Geschichte. Ihr Onkel Frank möchte, dass Mary ein normales Leben hat, auch wenn sie ein hochintelligentes Kind ist. Vorgestern hat sie mir gesagt, selbst wenn Deutschland den Euro rettet, könnte es eine weltweite Depression geben. Ich habe 3 Stunden lang die Decke angestarrt. Mary ist bei Frank aufgewachsen. Sie stehen sich sehr nahe. Sie akzeptieren einander so, wie sie sind. Das stimmt. Sie haben diese Dynamik, bei der Frank Mary wie einen Erwachsenen behandelt. Er respektiert sie. Deswegen haben sie kein typisches Vater-Tochter-Verhältnis, sondern sind eher wie Freunde. Du und dein Onkel, ihr guckt Ultimate Fight. Das guckt man nicht einfach nur. Doch ihre Großmutter will sie durch eine Tretmühle der Bildung schicken. Es geht im Grunde um die Frage, welches Leben dieses Kind haben soll. Das ist ein MacBook, Darling. Weshalb bist du hier? Du verweigerst ihr Potenzial auszuschöpfen. Wir beantragen meiner Mandantin, das volle Sorgerecht zu übertragen. Nein! Mary! Mary! Ich arbeite schon so lange an großen Filmen. Diesmal wollte ich etwas Einfaches, etwas, das zurückführt zu den Wurzeln des Kinos, die ich so sehr liebe, den Figuren. Sind Sie sich sicher, dass Sie wissen, was Sie tun? Nein. Für den Film konnte Mark Webb einen hochkarätigen Cast gewinnen. Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer spielt die resolute Roberta. Das 11-jährige Ausnahmetalent McKenna Grace, das Wunderkind Mary, und Chris Evans, den fürsorglichen Onkel. Ich liebe Chris so sehr. Er behandelt mich wie einen Freund. Lass mich mal sehen. Du siehst wunderschön aus. Ich sehe aus wie eine Disney-Figur. Sie hat etwas Lebendiges, das wirklich ansteckend ist. Danke, vielen Dank. Andere Kinder beantworten auch Fragen und bekommen keinen Ärger. Du hast keinen Ärger für deine Antworten gekriegt. Du hast deine Direktorin angeschrieben. Ach, weißt du was? Das wirst du interessant finden. Ich habe Erstklässler, die den Direktor anschreien, gegoogelt. Du wirst nicht glauben, wie viele Kinder das statistisch gesehen tun. Wie viele? Nicht eins. Es ist ein großer, umfassender Film, der hoffentlich viele Menschen anspricht. Du lachst, du weinst, du weinst, du lachst. Ich warne dich, wenn irgendjemand das Baby wegnimmt. Dann sticke ich dich, während du schläfst. Familie gibt es in vielen Formen. Die Verpflichtung und die Probleme, die man mit diesen Menschen hat, bereichern das eigene Leben. Und lassen dich Dinge fühlen, die du davor noch nicht kanntest. Ich glaube, Familien, die Leute, die du liebst, ob das eine Mutter und ein Vater ist oder 2 Mütter oder 2 Väter oder ob du mit deinem Onkel lebst wie Mary. Solange du sie liebst und geliebt wirst, dann ist das Familie. Ist das zu glauben? Mark Webb hat mit Begabt die Gleichung eines Lebens ein Drama über ein kleines Mädchen mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit geschaffen, das bewegend und gleichzeitig unglaublich lustig ist. Du wusstest, dass die Aufgabe fehlerhaft war. Wieso hast du nichts gesagt? Frank sagt, korrigier nicht immer ältere Leute, das macht man nicht. Niemand mag Klugscheißer.